ihre Stimme entscheiden. In Feldkirch wird heuer das Rheticusjahr gefeiert. Als er vor 500 Jahren dem Stadtarzt Georg Iserin geboren wurde, da ahnte keiner, dass dieser Junge die mittelalterliche Welt zertrümmern würde. Georg Joachim Rheticus machte eine beispiellose europäische Karriere und gilt bis heute als einer der wichtigsten Humanisten, Mathematiker und Astronomen. Dass wir auf einer sicheren Erde stehen, das hätten wir gern so, glauben wir doch täglich beobachten zu können, wie sich die Sonne um die Erde bewegt. Aber der Anschein trügt, das weiß heute jedes Kind. Und dieses Wissen verdanken wir auch Georg Joachim Rheticus. Rheticus hat mit 25 Jahren den fast 70-jährigen Kopernikus aufgesucht und hat mit ihm das Hauptwerk vollendet und schließlich zum Drucken nach Nürnberg gebracht. Rheticus verfügte auch über die Begabung, die sperrigen mathematischen Erkenntnisse verständlich darzulegen. Seine erste Erzählung vom Werk des Kopernikus sollte die europäische Wissenschaft über die nächsten 100 Jahre prägen. Hier haben wir das große Tabellenwerk Opus Palatinum von Rheticus, ein Tabellenwerk über trigonometrische Funktionen, das bis Mitte des 20. Jahrhunderts noch als Grundlage für Berechnungen diente. Wie Rheticus aussah, wissen wir nicht. Dabei hätte ihn einer durchaus porträtieren können, der Maler Wolf Huber, ein Freund der Familie und Schöpfer des Annenaltars im Feldkircher Dom. Wolf Huber war mit Rheticus Vater und mit dem kleinen Georg Joachim in Italien in Kriegsdiensten. Die Bildtafel rechts unten im Altar hatte dieselbe Grundlage wie das berühmte Bildnis des Tiedemann Giese, des besten Freundes von Kopernikus. Im Toggenburger Haus ist Rheticus wahrscheinlich aufgewachsen, doch früh schon kursierten über den Vater allerhand Gerüchte. Von diesem Haus geht auch die Sage, dass der Dr. Faust hier eingekehrt wäre und dass ihn dann hier der Teufel geholt hätte. Es ist wohl kein Zufall, dass das gerade mit ihm in Verbindung gebracht wird, mit dieser Familie, ist doch auch der Vater von Rheticus angeklagt worden, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Die Hinrichtung des Vaters, eine gewiss traumatische Erfahrung für den 14-Jährigen. Der große Melanchthon nahm den Jungen, einen Absolventen der berühmten Feldkircher Lateinschule, unter seine Fittiche und Rheticus wurde einer jener Humanisten, in denen wir heute die ersten Europäer erkennen.